Sachen auch irgendwie nicht machen. Das ist Remschau-Park, 1990. 1990. In 8 Minuten kommt die nächste. In 8 Minuten kommen die. Was musst du bezahlen? Ja, da muss man auch was bezahlen. Ja, was denn? Erwachsene einzeln. Naja. Okay, was kostet's? 1,50. Ist es hin und zurück oder nur Hinfahrt? Na hin. 4,50. 1,50. Ja. 1,50 kostet. Entwertet. Naja. Aufstellen. Da kommt der nächste. Die Straßenbahn. Hier von Kreisen Wimmelbällchen. Ja, Barbara Schwarz. Und hier ist der Justus König von dem YouTube-Kanal, der da schon auf der Suche nach neuen Abenteuern. Oder Captain Hacker, der ist das König der Amter, der Lupe aus Würzburg. Oder Indiana Jones, der andere. Und jetzt die? Nähmaschine. Der holt eine Nähmaschine von Barbara Schwarz. Holen wir eine Nähmaschine und sind jetzt hier in der Zellerau Taverne geparkt. Und fahren rüber, weil es einfach so heiß ist. Über Brücke zu laufen. Das will ich lieber in den Schatten hocken und auf die Straße mappen. Die bald kommen wird. Die Erde fährt weg. Unsere Zeit ist jetzt mal für Umbau. Wir können die A3 bei Ras Acker nach über die Katzentunnel bis Heidigsfeld oben ist gesperrt. Da fahren sie aber Ras Acker Landstraße. Ja. Und sogar hier sind in Würzburg Baustellen Mainkai am Alten Kran bis zum Mainbrücke oder die Schienen gemacht. Bei der Löwenbrücke da irgendwo und mein Dammberg bleibt wohl davon, damit Schienenersatzverkehr, Fahrzeuge, SVE, Busse. Oh, und das ist ziemlich heißes Wetter, wird 33 Grad. Tavera steht auch ein Schild drauf, was ab dem Eintal ab dem 1.9. wieder gesperrt ist. Wahrscheinlich kommt wieder Zirkus her raus. Und ein Kollege hat oder einer hat gemeint, das auf der Talavera, das Ding wollen sie einen Park machen. Früher haben sie gewollt, ein Parkhaus zu machen. Ein Parkhaus wollen sie daraus machen. Diese Frage, wenn ein heißt, das soll ein Park draus werden, wo kommt jetzt Kiane hin? Ja klar, denkt man. Ja, und wo kommt jetzt Kiane hin? Wo letztes Mal in Corona-Zeiten das Kiani war, das Sommergarten, ja, hier unten an der Mainwiese, wo dann das der Flohmarkt ist oder das Afrika-Festival oder das Samstraus-Festival oder die Mainfrank-Messe, dann werden sie wahrscheinlich dahin stellen, wenn die draußen Park machen würden. Aber wo sollen denn die ganzen Leute dann parken und zur Arbeit sind? Das einzige große Parkplatz hier, wo kostenlos ist. Die meisten, die da parken, arbeiten hier. Das ist die Frage, alle Fragen. Ja, da hinten ist schon eine Sichtweite. Da hinten ist das hier schon. Da hinten ist die Straßenbahn. Jetzt kommt sie angefahren.
Ja, das ist Bus, wie ein Bus. Da kam die Strafbahn, Strappe. Komm, wir gehen ganz hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. Oh, ja. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ja, wo bist denn du? Dann ist er da. Sorry. Ja? Ganz hinten da. Da sind wir drin. Ja, das sind so viele Leute. Das haben wir im Straßenbahn. Und da ist der untere Parkplatz, wo man teilweise bezahlen muss. Und da ist der alte Kram, ist der Löwenbrück, das ist die Allgemeinbrücke, die Straße ist gesperrt. Deswegen kann man nur ein bisschen von dieser Seite zum Parkhaus Tiefgarage, Marktgarage gehen. Von der anderen Seite kommst du gleich dahin. Anderen Seite kommt man nur bis zum Wolwort Tiefgarage. Eine Festung nach Rindburg, Fluss Main. Das halte ich für das Kongresszentrum. Nächste Woche raus, hast du gesagt, gell? Jetzt alles unterhalb, ne? Ja. Unter der Lewisbrunne, hast du gesagt. Das ist auch unter der Lewisbrunne, Alter. Ja, und wenn sie runter, der ziemlich runterlaufen muss. Ja, die nächste. Guck mal drauf. Drauf drücken. Einfach draufdrücken. Nächste Haltestelle, Ulmer. Ach so, ja. Oh, das ist neu. Die Flusskreuzfahrtschiffe. Oder das Busrestaurant. Ulmerhof heißt die Haltestelle. Nice. Ulmerhof. Da die Straße ist einseitig. Ja, wo hält die Straßenbahn? Ja, aber hier unten mal hoch. Wird schön halten. Ja, schlägt sie aus? Ja, klar. Gehen wir hier drauf. Das ist erst öffnet sich. Ah, das Drama kommt wieder. Das Straßenkunst. Das ist der Straßenkünstler. Okay, wer? Wo muss jetzt hin? Oh, das war aber scheiße. Falls das wirklich nicht gesehen. Hab von der Stalle gesehen. Hast du Leine? Aber. Schneiderei, ja, wo war die Nähmaschine? Ich bin fast hier gelaufen, so. Ach, vorwärts. Oh, das Ding. Oh, okay. Ja, ich war größer als das Teil. Hä? Keine Ahnung. Da war schwarz.
Fahrzeug. Ah, wir müssen dann an der Maschine fahren. Das wird vorne auf. Ich wollte gerade vorne nach Straßburg und weiter aus beilaufen und bin so. Oh, da habe ich was. Und dann, ja. So voll lustig. Da hätte ich wirklich damals, dass es leicht war. Ja, ich komme. Studiere Motorräder, Mopeds. Ja, und von meinem Roller, das Schloss ist dann auch schon da, muss ich holen, kostet 80 Euro. Und dann kann ich schon den Roller rumfahren. Und da ist dann der Maschinenladen. Ja. Yeah. Und dann können wir es rein, Nähmaschine, holen die Nähmaschine. Die war einfach schwarz. Und da werden schon wieder Autos aufgeschrieben. Gut. Das ist Nähmaschinenladen. Das Geld, was ich gerade mal die Ziege da. Ist das unsere Straßenbahnhaltestelle gefunden? Kommst du? Ja. Das war der Laden. Rosenbäcker. Gut, wo ist unsere Haltestelle? Da vorne. Da ist der Koffer. Ups. Ja, gut. Ja. So, du musst dein Ding. Muss in die Straße? Ja. Ja, wir müssen warten. Ja, mach die Karte. Karte holen. Eins aus. Ja. Und wo ist Geld? Warte, weiter Karte. Ja. Einfachzig. Was? Und wo Geld rein? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Abbruch. Was denn jetzt? Ich hab falsch gemacht. Sorry, falsch gemacht. Wir haben Karten. Einzeln, normal. Eine weitere. Und einschmeißen. 3 Euro. Und jetzt kommt's raus. Warte. Jetzt kommt nichts. Ja, es kommt doch schon. Hat gedruckt. Papa Schwarz, da ist schon. Hm? Eine Karte meine, eine Karte deine. Okay. Oder in beide Karte? Nein, die Karte braten. Da du musst eine kriegen. Ach so. Hier ist die Karte. Mit gleich die Straßenbahn, also jetzt müssen wir warten auf die Straßenbahn. Ja, wir kommen bald. Da war das Geschäft, in der Maschine. Was hast du alles in der Maschine? In der Maschine. Experience 5:30 Uhr. In der Maschine Haufe. Mach nichts dran. Was denn? Ich mache Dings dran. Das ist so, machst du das wieder fest? Ja. Mach wieder da fest. Das ist, machst du da wieder fest? Machst du da wieder fest? Du musst da wieder festmachen. Na dann. Ach so. Das hält er schon so, hat er gemacht. Das reicht dann. Nur einmal für die Straße und rein und wieder raus. Dann wird es schon zu halten irgendwie. Da kommt die Straßenbahn schon. Die Straßenbahn kommt. Da kam die Straßenbahn. Boah, eine Hitze. Und da musst du noch arbeiten. Ihr habt doch keinen Kühlaggregat erdingt. Wo denn? Nur Ventilator bringt auch nicht viel. Was draußen heiß ist, kannst du alles nicht aufheizen. Bei allen Standorten warst du frische gut. Warum? Da hast du spät gehabt, viel Spaß in der
in der Saunalandschaft. Also was haben wir mit Sauna dabei, oder? Alle, tut sich schnell aufheizen. Ich hab mindestens so Brüche auch. Und die Maschinen, alles hat man auch. Und da kommt unsere Straßenbahn und eine Fahrradfahrerin. Und die Straßenbahn. Ja. Das ist die Vierer. Kiss alles. Kissales, die Bad Kissing-Therme macht die Werbung. Schöne Therme an dich. Okay, ganz hinter. Ja, aufmachen. Ich versuch. Komm. Weißt du, was wir nicht gemacht haben? Wir hätten es ja vorher anmachen müssen vielleicht. Die Maschine anmachen müssen. Ja, komm. Hä? Ja. Meinst du, das war jetzt Fehler? Du musst weiter hinter. Hä? Stell dich da hinten, weiter hinter. Ja, genau. Ich mach hier die Tür auf. Nein, ich will da stehen bleiben. Ich hab gesagt, hätten wir die Maschine erst anmachen müssen. Die Original. Ja, das ist so einfach. Ach so, kann man jetzt besser stehen. Ich müsste jetzt zwar nur eine. Da kommt Christian, dann muss ich aufsteigen, die nächste erst. Ja, das ist die Baustelle. Alle Kram. Kongresszentrum. Ja, ich dachte, du bist raus. Ich dachte, du bist raus. Genau. Nächste, gell? Ja. Rücken, Farbenheld, Talavera. Was denn drüber? Ach, Markus Söder. Ein Bild. Ja. Aufsteigen. Aufsteigen, draufdrücken. Alles klar. Was? Nichts vergessen. Kissales, Bad Kissingen. Straßenbahn voll Schreck. Oh, bist du blind? Bist du blind? Ganz schnell. Es ist noch ziemlich heiß. Das Wetter. Die Fahrradparkgarage. Da vorne kann man es bergab fahren. Ja, klar. Sieh den Ersatzverkehr. Wahnsinn.
Ampel ruiniert uns. Ah, der E-Bus. Der E-Bus oder das Elektrobus? ED-Bus. Putz. Ein heißer Montag heute. Aber der Neustand für alle, die wir heute frei haben oder frühstück haben, können auch schön ins Schwimmbad gehen, Freibad gehen. Ach, das muss aber ja grün werden. Sonst tut die Ampel uns imponieren. Oh. Oh. Ich glaube, die Ampel ist kaputt. Ich glaube, die ist kaputt. Jetzt glaube ich halt da oben auf. Ja, wieder auf grün, aber dann ist sie kaputt. Normalerweise ist es uns jetzt auch umschalten. Ja, die ist kaputt. Ampel ist kaputt. Das gibt's gar nicht. Normalerweise ist es jetzt. Ja. Kann doch nicht sein. Ampeldefekt. Die Ampel ist kaputt. Jetzt umschalten wir sie. Ampel ist defekt. Nee. Überhitzt wahrscheinlich. Ja, die ist kaputt. Die ist kaputt. Jetzt hat sie grün. Da ist auch Körper. Jetzt hat die Ampel grün. Vielleicht war es hier vorne behitzt oder sowas. Die war bestimmt defekt. Da ist mit Halteverbot. Ja, der Halteverbot. Nächste Straßenbahn. Ja, die Ampel war wahrscheinlich kaputt. Defekt, überhitzt. Oder sonst was. Und das wird am Montag, ich glaube, es ist am Montag, der erste. Ist wahrscheinlich der erste Montag im August, wird hier gesperrt. September. Das haben wir schon. Oder, ja, September muss das, 1. September muss am Montag sein. Und da steht der King Alex bei mir. Da steht er schon. Kein Auto. Ja, ich weiß. Das ist aber danke fürs Zuschauen, einschalten. Ich fahre jetzt nach Hause. Und die bringe ich auch nach Hause und dann geht's zur Arbeit. Gut, bei Toyota der Hitze. Arbeiten noch. We'll be right back.
5 Freunde.